Hey, ich bin's wieder, euer Link. Und Gott, das hat mich gerade mehr an so Beauty Palace und so weiter Intros erinnert, als ich das will. Nevermind, auf jeden Fall. Ja, es geht weiter mit Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir bestimmt irgendwas gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was da passiert ist. Das ist doch immer schön, oder? Ja. Ich muss noch mal ein bisschen gucken wegen der Lautstärke. Ja. Passt so, glaube ich. Ja, Sie haben recht, Alter. Dass dieser Mal war gerade den Clown des Bösewichts entkommen. Dann nahm ich die Kamera, um ein Foto zu machen. Ah, die Linse ging rechtzeitig auf, sodass ich es verpasst. Das ist anders. Yep. Deine Aussage nicht gefällt, right? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gerne mit dem Kreuzverhör fortfahren. Ja, Sie haben recht. Alter? Ja, Alter, Sie liebhaftiger Opa. Opa? Mein Name lautet Herr Ashworth. Ich schätze, ich bin der bärtige Gentleman. Darum hasse ich ja die Erwachsenen. Sie sind alle so selbstsicher. Okay, runter mit den Sandhandschuhen. Sag aus, Zeug. Sag aus. Logo. Das Samurai war gerade den Clowns Bösewicht entkommen. Hast du gesehen, wie der Kampf anfing? Logo. Fiel dir dabei was Ungewöhnliches auf? Naja, das Samurai bewegte sich etwas seltsam. Bewegte sich seltsam? Dann nahm ich die Kamera, um ein Foto zu machen. Das seltsame Bewegen interessiert mich noch, weil, gut, Ding, unser Mandant hat sich ja verletzt, aber trotzdem, würde mich das halt mal interessieren, wie genau was von wo was wie passiert ist. Und genau so wollte ich es auch mal sagen, nicht anders. Ja. Ein Foto zu machen. Warum konntest du ein Foto machen? Man, eine Kamera hat zu viele Knöpfe. Ich wusste nicht wie. Ich versuchte ein Foto zu machen, echt. Aber die Linse ging ich rechtzeitig auf, sodass ich es verpasst. Als ich die Linse öffnete, was war da zu sehen? Naja, auf dem Boden lag jemand. Und das Sesamurai. Ja, das ist alles. Ja. Das ist alles? Ich sag's doch, ich machte kein Foto. Ich hätte schon eins gemacht, sobald die Linse offen war. Machte er wirklich kein Foto? Kein einziges? Na, er hätte auf jeden Fall ein Foto gemacht. Es muss etwas geben, was ich verwenden kann. Cody! Hör zu, Cody Higgins. Ich weiß genau, was an dem Tag passiert. Du machtest ein Foto. Hey! Volltreffer? Woher wissen Sie das? Ich sehe es durch all deine Lügen, Cody Higgins. Das ist eine meiner Kräfte. Wow! Was für ein Gefühl. Ja, ich mach da ein Foto. Bitte deine Aufträge prüfen, ändern, Cody. Ich mach da ein paar Fotos, aber es war zu spät, also löscht ihn zweimal. Du hast sie gelöscht? Ja. Warum löscht du ein Foto von deinem verehrten Sesamurai nach dessen Sieg? Naja, wissen Sie, warum soll ich so ein Foto behalten wollen? Er wird immer unkooperativer. Und by the way, gerade um es einzutragen, in sein Fotobuch. Ich finde besser schnell einen klaren Widerspruch oder einen soliden Beweis. Wie kann ich in einer so kurzen Aussage Unreinheiten entdecken? Es muss eine Schwachstelle geben. Nehmen Sie ins Licht, Felix. Finden wir heraus, was der Junge zu verbergen hat. Ja, Sie haben recht, Alter. Also was für Beweise habe ich eigentlich?
Anwaltsmarke. Die Autopsie berichtet. Man kann ihn fragen, wie es eigentlich aussah, ob er den Stern gesehen hat. Oder nicht, aber... Na... Eigentlich sollte das recht safe sein. Also ich glaube nicht, dass das eine Lüge ist, dieses Profil. Übersichtsplan? Nein, also nur Eisbär. Die leere Flasche? Nein. Das nämlich, ich glaube... Also ich glaube, dass eins von den beiden die Sache ist... die ihn... Genau, hier. Ich glaube, dass ich ihn jetzt hier mit dem Fluch angreifen kann. Weil, warum soll das löschen, nachdem er die ganze Zeit alle Fotos davon behält? Einspruch! Cody. Ja. Was? Man, immer wenn sie Cody sagen, kommt hinterher was Schlechtes. Ich wollte mich nur bedanken, dass du mir das hier neulich gegeben hast. Hä? Oh, richtig. Was sagtest du mir dabei noch? Ich gehe zu jeder Live-Vorführung. Ich mache immer ein Foto, wenn es die Sommer den finalen Schlag landet. Zarab. Ich habe sie alle. Ich habe keins verpasst. Eine perfekte Sammlung. Cody, hast du ein Foto gemacht, das den Stilsamurai über den besiegten Gegner zeigt? Wenn du eins gemacht hast, kann ich mir kaum vorstellen, dass du es gelöscht hast. Hättest du es nicht für ein Album behalten? Alright! Was für ein Album geht es eigentlich? Es heißt Weg zum Ruhm. Es ist eine Sammlung von Fotos mit dem Stilsamurai von Cody Higgins. Er sagt, es sei eine perfekte Sammlung jedes gewonnenen Kampfes des Stilsamurai. Ich verstehe. Finden Sie das nicht auch sehr seltsam, Euer Ehren? Unter all diesen Fotos vom Stilsamurai ist keines von jenem Tag. Ruhe! Wer weiß? Haben Sie dafür eine Erklärung? Das Stilsamurai ist ein großer Gegner, was ich tue. Da warte ich auf ein eigentliches Foto in diesem Album. Genau das meine ich, Euer Ehren. Nein, Moment, das ist nicht möglich. Phoenix? Ich glaube, wir sind endlich der Wahrheit auf der Spur. Und was für eine Wahrheit. Mia, sind wir uns da sicher? Ich habe noch keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ich bin dabei ultra gespannt drauf. Machte er wirklich? Ja, ich bin mir sehr sicher, dass du auf der richtigen Spur bist. Sag es mir, Phoenix. Sag ihm, was wirklich passiert. Alright, bitte erklären Sie diesen Brief mit dem Ordnung. Warum gibt es mit einem kein Foto für Dr. Mordes? Warum hätte der Himmel nicht mehr betreten sein? Also unverhofft kann ich mir nicht vorstellen. Aus Versehen, nein. Aber... Das macht Sinn. Das macht komplett Sinn. Weil wenn der Stilsamurai da lag, dann wird er ja nie und nimmer ein Foto davon machen, Cody. Meine ich jetzt. Deswegen, also ich kann mir jetzt... Mir fällt nur ein einziger Grund ein, Euer Ehren. Der Stilsamurai verlor den Kampf. Darum löschte Cody diese Fotos. Sie meinen, dass Stilsamurai unterlag? Nun, Cody, ich habe recht, nicht wahr? Sag die Wahrheit, der Böse besiegte den Stilsamurai. Niemals, nein. Das ist unmöglich, der Stilsamurai verliert niemals. Er verliert gegen keinen, niemals. Euer Ehren, mit seinen Worten hat der Zeuge alles gesagt. Es gab einen Grund, warum er uns anlog und sagte, dass er kein Bild machte. Aus demselben Grund löschte er auch seine vorherigen Fotos. Für Cody war es unvorstellbar, dass der Stilsamurai besiegt werden könnte.
aber Cody wurde Zeuge des Unmöglichen. Er sah mit an, wie er Steel Samurai verlor. Aber zuzugeben, was er sah, hätte alles zerstört, woran er glaubt. Darum belog er uns und sagte, der Steel Samurai hätte gewonnen. Er konnte die Wahrheit nicht ertragen. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Zeige, ich meine, Cody, ist es wahr? Was hast du gesehen? Sag dem Gericht, was du gesehen hast! Ich... Cody, an dem Tag wurdest du Zeuge, wie der Steel Samurai einen Kampf verlor. Richtig? Okay. Sie haben recht. Der Steel Samurai fiel um. Dann bewegte er sich nicht mehr. Was für ein Kunststück ziehen sie jetzt wieder ab, Brad? Der Steel Samurai war der Mörder, nicht das Opfer. Aber der Aussage ihres Zeugs zufolge war es der Steel Samurai, der umfiel. Es scheint, als hätten wir alle einen kleinen Fehler gemacht. Einen Fehler? Was soll das alles? Also, das Mordopfer war der Hammer. Aber könnte es sein? Eigentlich war es von Hammer das Opfer, weil er wurde umgebracht. Es gab kein Opfer, dann wäre niemand tot gewesen, es sei denn, es war absoluter Zufall, dass der Speer ihn durchbohrt hat und dass die Samurai war jetzt nicht direkt das Opfer. Also kann sein, dass er verloren hat, aber er wurde nicht umgebracht. Aber das wäre wiederum eigentlich das, was Edgeworth sagen würde. Vielleicht war es tatsächlich einfach nur Zufall, dass die Lanze den durchbohrt hat. Es gibt in diesem Fall kein Opfer. Was? Hat die Verständigung den Verstand verloren? Natürlich gab es eins. Jack Hammer ist tot. Aber es ist die Samurai auch. Es war ein Unentschieden. Einspruch. Tut mir leid. Ich war einen Augenblick zu verkehrt. Hören Sie zu, Walt. Bei diesem Vorfall starb nur eine Person und die ist Jack Hammer. Und jetzt behaupten Sie, es gibt kein Opfer? Sind Sie verrückt geworden? Oh, jetzt zieht er alle Register. Es tut mir leid, ich lag falsch. Okay, Wright. Zuerst haben Sie recht, jetzt haben Sie Unrecht. Was jetzt? Sehen Sie, ich bin sicher, dass wir etwas übersehen haben. Wenn Sie sich da so sicher sind, sagen Sie uns was. Was soll das alles? Ganz einfach, das Opfer war Jack Hammer. Wright, das wissen wir alle. Richtig. Vielleicht überdenken Sie bis Ihre letzte Aussage. Es tut mir leid, ich lag falsch. Was? War jetzt doch Jack Hammer in dem Kostüm oder wie? Das war das, was ich mir zwischendurch überlegt hatte, aber eigentlich nein, oder? Wenn Sie verstehen, was wirklich passierte, ist es eigentlich ganz einfach. Am Ende des Kampfes fiel der Steel Samurai zu Boden und blieb liegen. Mit anderen Worten, der Steel Samurai war nicht der Mörder, sondern das Opfer. Verstehen Sie nicht? Jack Hammer war der Steel Samurai. Der Steel Samurai hat die Foto. Sie behaupten, dass der Mann in diesem Kostüm das Opfer Jack Hammer war. Genau das, euer Ehren. Jack Hammer war in den Morgen bei der Probe der Action-Szene dabei. Daher wusste er offensichtlich von Will Powers Verletzung am Fuß. Aber warten Sie! Erinnern Sie sich bereits, wie wir uns gegangen? Das dachten alle. Aber erinnern Sie sich daran, was Frau Oldbeck aussagte? Am
Doch, das Mal, das kam ich um 13 Uhr an der Wachstation an. Hab ich einen Namen, kann er gesehen haben? Nee, der wird sonst zu klingen, wo ich wieder meine Wachstation war. Herr Jack Hammer verließ den Personalbereich nach dem Mittagessen. Aber niemand sah, wie er zu Studio 1 ging. Es gab auch kein Foto von ihm. Er wartete, bis Herr Powers sein Nickerchen in dessen Umkleide machte. Dann schlich er in die Umkleide und stahl das Stil-Samurai-Kostüm. Aber warum hätte der Pop das so etwas tun sollen? Ich weiß es nicht. Ich hab's begriffen. Der Stil-Samurai hat sich selbst mal bewegt. Jemand anderes steckt in dem Kostüm. Alter! Hä? Ich? Was? Eine kleine Information habe ich doch gespeichert. Information? Ja, ein Foto auf meiner Digitalkamera. Was? Zeig es uns, schnell. Keine Chance, nicht, wenn sie mich so ansehen. Jetzt! Hier. Nun, wenn ich mir nicht nur so ansehe, ist es wert in Ordnung. Ich würde sagen, jeder könnte in den Kostüm stecken. Ihre Meinung, wer weiß. Ich stimme zu, euer Ehren. Das ist kein entscheidender Beweis. Tut mir leid, aber es nicht so aus, als sei das der Beweis, den wir brauchen. Ich gebe es zurück. Warte, Phoenix. Mia? Was denn? Zieh dir das Foto nochmal an. Das ist es, Phoenix. Das Foto ist der Beweis, den du brauchst, um diesen Prozess zu gewinnen. Hat es eventuell was mit dem Bär zu tun, dass der nicht gebrochen ist? Was? Ah, euer Ehren. Dürfte ich bitte nochmal das Foto sehen? Natürlich, warum nicht? Phoenix, zeig's ihm. Es gibt mir nur einen entscheidenden Widerspruch zu entpacken. Ich finde den Widerspruch im Foto. Ich gehe tatsächlich... Also, entweder gehe ich davon aus, dass es ist, dass der Typ hier... Wenn es der Stil-Samurai sein soll. Warte, Studio 2? Also entweder es ist die 2, wegen Studio 2, oder es ist der, Bär. Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Ich sehe ein Tor. Würden Sie sich bitte mal die Zahl auf dem Tor ansehen? Die Zahl? Ah ja, nun, man kann sie kaum erkennen, aber sie sieht wie eine 2 aus. Eindeutig keine 1, euer Ehren. Richtig? Ja. Ich glaube, Herr Edgeworth versteht, was ich meine. Oh, oh. Aber, das ist unmöglich. Hä? Was soll das alles? Bitte erklären Sie es so, dass ich und das restliche Gericht geschockt sind. Ich benutze den Übersichtsplan. Die Leiche wurde hier gefunden, in Studio 1. Aber was sehen wir auf diesem Foto zum Tatzeitpunkt? Auf dem Tor steht keine 1. Euer Ehren, hier ist der wahre Ort des Verbrechens. Zeigt dem Richter, wo der Mord stattfand. Hier irgendwo vor, beziehungsweise vor Studio 2. Hier. Es war hier! Was denn das mit der Zahl auf dem... am Tor auf dem Foto zu tun? Nun, tut mir leid, euer Ehren. Ich glaube, so weit habe ich nicht gedacht. Denken Sie nicht, wenn Sie das nächste Mal auf den Brand zeigen wollt. Nochmal, wo befindet sich denn gerade? Zeigt dem Richter, wo der Mord stattfand. Dann vielleicht doch hier direkt drin? Hier, bei Studio 2. Ich bin dir! Das erklärt mit 2 am Tor auf dem Foto! Euer Ehren, es ist äußerst bedeutsam, dass der Mord in Studio 2 stattfand. Der Weg war blockiert! Beziehungsweise der Wohnwagen ist ja dort, bevor der Weg blockiert war, auch schon... Also, der Wohnwagen ist dort quasi. Wie Sie sich wohl erinnern, gibt es im Studio 2 einen Wohnwagen. An dem Tag wurde ein Meeting in diesem Wohnwagen abgehalten. Genau zum Todeszeitpunkt gab es eine Pause im Meeting. In dieser Pause waren Herr Sal Manella und Frau D. Wask draußen und aßen Steak. Sie waren am Tatort.
Der Weg zum Wohnwagen war blockiert. Das hat mich gesprungen. Der Weg war um 14:15 Uhr blockiert. Mit anderen Worten, das Opfer ging vorher zu Studio 2. Ja, ich schätze sowas. Erinnern Sie sich an Herr Salmanins Aussage? Erlauben Sie mir, das Gericht daran zu erinnern. Er sagte, keiner im Wohnwagen sei schuldig, da niemand zu Studio 1 gehen konnte. Nun, tatsächlich war es umgekehrt. Nur jemand im Wohnwagen hätte den Mord begehen können. Sie waren die einzigen, die Zugang zum Tatort hatten. Studio 2. Eigentlich nicht, weil auch der Junge das hätte machen können, weil er ja auch da war in der Nähe. Aber ja, man muss halt irgendwo noch ein bisschen die Logik da reinkommen und halt festhalten. Deswegen, ich sehe das, warum ich es so gemacht habe. Die Verteidigung stellt Folgendes fest. Der Tatort war Studio 2. Die Person, die Frau Oldberg, die Wachfrau sah, war das Opfer. Herr Jack Hammer. Herr Hammer stahl aus irgendeinem Grund das Stil-Samurai-Kostüm. Dann begab er sich zu Studio 2. Das ist doch verrückt. Jack Hammer ist das Opfer. Warum hätte er das Stil-Samurai stehlen sollen? Sagen Sie, dass er damit die Aufklärung seines eigenen Todes erschweren wollte? Nun, nein, natürlich nicht. Oder haben Sie einen Beweis? Zeigen Sie mir den Beweis, dass das Opfer Jack Hammer das Kostüm gestohlen hat. Also, nein? Solange man das Kostüm nicht sieht, beziehungsweise da kein Loch in der Brust ist, auch nicht. Da kann man halt nicht erkennen, wer genau das sein soll. Nein. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass es die Schlaftabletten sind. Denn mit den Schlaftabletten konnte er ja Powers einschläfern und konnte dann sagen, dass das Kostüm klauen. Aber ich mache mir an der Stelle trotzdem ein Safe State. Einfach nur um sicher zu gehen, weil ich das jetzt nicht nochmal komplett neu spielen wollen würde. Ich habe einen Beweis. Sie haben einen Beweis? Jetzt, dass Sie überrascht sind, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube aber, dass ich recht habe. Hier ist mein Beweis dafür, dass Jack Hammer das Kostüm entwendet hat. Hier ist er. Ein leerer Medikamentenbehälter. Den fand ich auf dem Tisch im Personalbereich. Derselbe Tisch, an dem Herr Hammer und Herr Powers saßen. Auf dem Etikett steht Schlaftabletten. Schlaftabletten? Der Angeklagte, Herr Powers, verbrachte den ganzen Nachmittag mit Schlafen. Er war mit Schlafmitteln vollgepumpt. Warten Sie mal. Dieser Behälter wirft einige Fragen auf. Ja, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass Sie Hammer benutzt haben. Euer Ehren, ich habe eine Idee. Ich mach's wie gerade eben schon. Aber Powers Blut wäre in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon wieder. Die Schlachtmittel wären wahrscheinlich schon wieder weg. Fingerabdrücke könnte man machen, wäre wahrscheinlich ein bisschen langwierig. Hammers Leiche. Wenn man da eventuell irgendwas vom Stil-Samurai sieht, findet. Wir sollten Herr Hammers Leiche untersuchen. Ich dachte, Paul hätte die Schlachtabletten genommen. Das stimmt, euer Ehren. Okay. Fingerabdrücke von den Schlaftabletten, oder? Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch.
eine Idee? Erwähnen lassen Sie sich dran. Ich würde gerne diesen Behälter auf Fingerabdrücke überprüfen lassen. Wenn meine Behauptung stimmt, dann sollten Herr Hammers Fingerabdrücke darauf sein. Ich denke, Sie haben recht. Na schön. Das Gerücht in den Behälter gefunden. Das Gericht unterbricht für heute die Verhandlung. Cordy ergibt aus, dass er den Fall eine neue Wendung gegeben. Genauer gesagt, kleine Dinge haben es glaube ich sein, dass wir zu nichts annahmen. Der ist diese Woche ein, den Frau Holtbeck sagen könnte, Jack Hammer gewesen sein. Der Tat hat man nicht Stuhl 1 und Stuhl 2. Und die Person im Wohnwagen hat ausreichend Zeit, den Mord zu begehen. Herr Wright? Ja, Ehren. Ihre Hausaufgabe ist es, eine andere folgende Frage. Warum hätte er hinter das Zielsammler-Kostüm stehen sollen? Wer tötete ihn und warum? Finden Sie die Antwort des Mordes. Das sind eine Menge Hausaufgaben. Herr Bunchburg! Sie sollten Ihren Standpunkt in den Fall überdenken. Vor allem sollten Sie Ihren Verdacht gegenüber Herrn Wilk ausbedenken. Wie Sie meinen, euer Herr. Dieser Prozess wird bis morgen verlängert. Das ist die letzte Verlängerung. Nein, damit ist die Verhandlung geschlossen. Oktober 1447, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 1. Mit diesem Seufzer beende ich den Part. Wir sind nämlich schon wieder hier gut 27 Minuten drin. Und es hat Spaß gemacht, es war interessant, aber es war halt auch kräfteraubend. Und ich habe vor allem auch noch gleich einen Kampf für die PAL, die morgen online kommt. Deswegen muss ich mich da eben schon mal drauf vorbereiten und so weiter und so fort. Deswegen an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr wieder dabei wart. Mögen eure Fokusstöße immer treffen und eure Attacken immer voll Treffer landen.